Ende April, ich begrüße euch ganz herzlich im Schulgarten vom Inforama Waldhof. Ein wunderprächtiger Tag, wo wir ganz Verschiedenes schauen können zusammen. Wir sind in unserem Bärigarten. Und ich möchte euch gerne so die verschiedenen Stadien eben Ende April zeigen. Es sind hier die sommertragenden Himpi. Also die Ruten sind von fern noch und wir sehen hier schon ganz viele kleine. Wenn ich jetzt doch etwas weiter vorkomme, sind das dann die herbsttragenden Himpi. Und die sieht man jetzt erst so zu gerechtem vorkommen. Auch die haben gerne Wasser, dann haben wir einfach etwas ein runtergelassen. Und die treiben auch die Snow aus, bis sie eben auf dieser Höhe sind, wo wir dann auch wieder Beere ablesen können. Aber erst etwa am Augsten. Das ist so ein wesentlicher Unterschied. Die machen einjährige, frische Ruten und dort eine Beere dran. Also wir haben hier noch die Brummeli oder die Brombeeren. Und hier sehen wir auch ganz gut, wie wir ein System haben. Das sind die Ruten, die wir heute werden ablesen werden. Auch hier sieht man schon bald Blüten dran oder kommen sie. Und wieder machen sie junge Ruten. Hier richtig kräftig und dick. Und die bringen wir nachher hierher an. Und das ernten wir nächstes Jahr. Und das hier, eben das Alte, wenn es abgeerntet ist, können wir es nachher bodeneben zurückschneiden. Und so weiss ich immer, das ist zum Schneiden und das kommt jung. Also so haben wir nachher die Vollgeschichte, einmal so und einmal so. Was heute gerade auch wunderschön blüht, sind die Aronia-Beeren. Mit denen hat man eigentlich gar nicht viel zu tun und sind sehr gesund. Und sehr schnell eigentlich auch bereif. Und es gibt relativ viel zu ernten nachher hier. Unsere Mehrtrübeli ziehen wir an einer Dreiasthecke. Und das war zuerst schon gerade so ein bisschen gewannungsbedürftig. Aber wir haben drei Hauptäste und die bringen wir an und die aber auch Sachen ausbrechen. Und ihr seht jetzt hier wunderbar, wie die angeheicht haben. Und beim Ernten geht es uns darin, weil wir das einfach gerade so machen können. Jetzt sind wir hier gerade so ein bisschen in einer heiklen Phase, wo die Läuse sehr gerne noch mehr Trübeli gehen. Und dort müssen wir nachher wirklich darauf schauen, dass das nicht einen grossen Schaden gibt. Und darum behandeln wir sie zwischen auch mit Schmierseife, sobald wir die Läuse dran sehen. Das ist unsere Heubeere-Anlage. Und hier haben wir einfach Schnitzel aufgehäuft und ein bisschen Moorbeeterde, sodass wir das saure Milieu herbringen, dass die Beere gut wachsen. Heute haben wir den Haufen wieder einmal aufgefüllt und wir gießen sie vor allem mit Regenwasser. Und hier blühen sie unheimlich. Also wenn hier aus jeder Blüte eine Beere gibt, haben wir auch etwas zu tun und etwas zu schnauzen. Es ist Ende April und die Erdbeere blühen schon wunderbar. Wir haben sie in Mischkultur mit Knoblauch. Den haben wir im September hier, dass sie richtig mal ausgreifen. Und eben die Erdbeere sind jetzt schon das zweite Jahr. Nach der Ernte räumen wir sie dann fort. Ich mache es jetzt noch etwas lockerer, nachdem das hier etwas geregnet hat. Aus Giet nehme ich noch gerade fort, wenn es dran hat. Die Erdbeere blühen im Moment wunderbar. Und hier können wir uns freuen auf ganz gute Ernte. Und dass die Beere nicht dreckig werden, die wir sie jetzt mit Stroh oder Holzwolle unterlegen. Wir machen es mit Stroh, weil zu dem kommen wir am gäbigsten. Und dann lüpfe ich die Blätter ein bisschen auf, mache es sorgfältig, dass die da so richtig eingebüschelt sind. Die Schnecken gehen auch ein bisschen weniger dran. Für das haben wir ja auch den Schneckenzaun her, aber eben wir wissen ja nicht, was inwendig ist. Und so gibt es nachher saubere Beere. Sobald wir Beere abgelesen haben, machen sie auch Jungpflanzen oder also Ausläufer. Die kann ich davon nehmen. Einfach nur von einer guten Pflanze nehmen wir die Ausläufer. Und sobald das eben nicht mehr dran ist, räumen wir Stroh fort oder die Holzwolle und schneiden dann die Beere auch auf 5 cm zurück.